will er denn jetzt hier? Ist er jetzt eine 6 oder eine 9? Hätte ich doch mal einen Punkt machen da. Bauchladen. Billys Bauchladen. Warte mal. Sagt mir jetzt nichts, ne? Obwohl. Ja, Mann. Ey. Da hole ich doch immer Schnaps. Klar. Hör mal, das ist doch wichtig hier. Da muss ich vor Feierabend nochmal hin. Ah, korrekt. Und jetzt? Nee. Alter Schwede, wie geil ist das denn? Jetzt gibt es nur noch Gewinner. Nee. Das schaffe ich nicht allein. Erstmal verstärken rufen hier. Jo, hör mal, ich bin hier in Hassels, ne? Ist wieder ein Mord passiert. Naja, diesmal nur einer. Ja, ich habe schon alles gemacht hier mit den Nummern und so. Ja, dein Gehilfe, der hat dir irgendwie so eine Liste auf den Schreibtisch gelegt mit irgendwelchen Mord. Täter. So ein Täter. Eine Täterliste hat er dir irgendwie auf den Schreibtisch gelegt. Und Streifenfahrrad ist auch für dich bereit, ne? Was? Ja, das steht drüben auf der Rampe, ne? Wie immer. Muss einfach nur nehmen und so. Wie lange brauchst du? 5 Minuten? Hör mal, beeil dich mal, echt, du verpasst was, echt. Ist mega gut hier gerade. Okay, dann bis gleich. Ach, der Herr Ermittler. Jungchen, kommen Sie rein. Trinken wir direkt mal ein Körnchen.
So wie Sie es mögen, wie immer. Wie ist denn das Wetter? Durch. Das wäre gefährlich. Da müssen Sie besser aufpassen. Die Hildegard, gestern. Ich hab's auch. Mit der habe ich gesprochen. Hinten am Gartenzaun. Die hat sich's auch. Die Treppe. Die Hintertreppe zum Keller. Da ist sie gestürzt. Hat sich die ganze Seite aufgerissen. Oh, auf den Schrecken. Machen wir den teuren. Noch ein Körnchen, Herr Ermittler. Noch ein Körnchen, Öhmchen. Der Gute. Wieder das Beste. Öhmchen. Herr Ermittler. Ihr Mann wurde gestern ermordet. Mein Günther. Meiner. Es tut mir schrecklich leid. Das kann ich, nein, das glaube ich Ihnen nicht. Die Belegschaft wollte Ihnen schon sagen. Deswegen bin ich hier. Es tut mir unglaublich leid. Der Günther war ein guter Fünfter. Er war ein guter Fünfter. Ja. Noch ein Körnchen, nicht wahr? Ja. Sie sind jetzt ganz alleine. Ja, ich meine, andererseits, ich bin noch jung. Ich habe die besten Jahre noch vor mir. Ja, mein guter Günther, ich kann jetzt bald anbauen. Der Treff wird hier noch größer werden. Die Lebensversicherung, das wird. Die Lebensversicherung? Ja, mein Günther, der gute Fünfte, der hat ja eine Lebensversicherung für mich abgeschlossen. Ich bin jetzt fein raus. Darauf doch erstmal noch ein Körnchen, nicht wahr? Also bekommen Sie jetzt Geld dafür, dass Ihr Mann gestorben ist? Ich bin jetzt eine reiche Witwe. Nicht wahr? Herr Ermittler, noch einen für den Magen. Der Gute. Hallo, Patsy, ich bin Hollywoodstar hier. So, bitte. Ich hätte gerne noch drei Stück für mich in die Zuckerschnitte. Natürlich. Der Teure, wie immer, ja, nicht wahr? Ja, ich hab's doch. So, der ist ja erstmal für Sie, nicht wahr? So. Und die beiden. Wohl bekomm's. Hier Zuckerschnitte. Also, dieses Zeug, das ist schon göttlich. Das erste Mal, dass ich hier in Hassels im Günther Joch Buhlkamp treffe, habe ich auch dieses atemberaubende Zeug getrunken. Das gibt's auch nur hier. Ja, Hassel ist das Sache der Welt. Die ganzen jungen Leute, die herumlaufen. Das ist einfach so toll. Das ist ein ganz anderes Gefühl als zum Beispiel in Heilbronn. Noch ein Körnchen. Ach ja. Für die zwei. Ach ja, der Große. Der kriegt wieder nicht den Hals voll. Ja. Für die Stammkunden. Nur der Gute. Wohl bekommst. Wussten Sie, dass Ihr Günther vor 3 Wochen im Lotto gewonnen hat? Ja, natürlich, mein Günther. Da habe ich auch einiges von schon gehabt. Wir haben hier einiges an der Kneipe gemacht und auch an anderen Dingen haben wir nicht gespart. Sie wissen, dass Sie das sehr verdächtig macht. Ach, nur weil ich jetzt eine reiche Witwe bin. Ach, das glaube ich nicht. Aber wichtiger ist er jetzt, hier auf leeren Magen. Lieber ein Bananchen auf die ganzen Körnchen. Nein, nicht bei der Arbeit. Mein Gehilfe hat mir da ein paar Namen aufgeschrieben. Und Sie stehen da auch drauf. Ach, eine Liste. Ja, ich habe hier auch noch. Ja, die Körnchen der letzten Wochen. Aber ich habe doch nichts. Es ist Monatsende. Wovon soll ich denn leben?
Die Hildegard, die lacht mich doch aus, wenn die das sieht. Herr Mittler, Sie können mich doch jetzt hier nicht so zurücklassen, ohne irgendwas. Das sind über 1000 Stück. 1, 2, 3, 4. Boah, ich weiß, wer der Mörder ist. Bis später, Elbchen. Machen Sie es gut, Herr Ermittler. Ich bin im Dienst, danke. Ja, und? Ich auch. Ein Schussloch im Kopf. Danke, ich rauche nicht. Jetzt lass uns doch bitte hier um den Fall kümmern. Bist ein ganz schlauer, wa? Liegt ein Toter. Ja, und? Das ist Alltag, Mann. Hier, kann man sich das mal anschauen? Ja, kenn ich schon. Jo, korrekt, Alter. Du wummst gerade, hör mal. Wie es geht? Ich hätte nicht gedacht, dass du noch packst. Was macht der Herpes, hä? Ist da. Ist noch da? Das ist der Neue, ne? Ja, wir kennen uns bereits. Ja, ja. So, also wir haben einen Toten da vorne auf dem Boden liegen. Ja, er wurde gewürgt und hat auch ein Einschussloch am Kopf. Für den ist es nur aufregend, ne? Geht aber nicht so. Die Fotografen sind gerade an der Leiche. Hör mal, Alter. Hier ist auch mal los. Ist das immer so, dass hier... Nein. Ja, also die Fotografen sind gerade an der Leiche und fotografieren gerade. Wenn sie wollen, können sich das anschauen. Aber die brauchen ja immer Ruhe. Das kennen sie ja sicherlich noch aus alten Zeiten. Ansonsten habe ich ja, wenn sie gleich wiederkommen, noch mehr Infos hier. Ich schaue mir das an. Ja. Wir können in der Zeit ja auch noch hier was klären. Das sieht gar nicht gut aus. Ich habe auch schon eine Idee, vielleicht, dass wir den Mörder sein könnten. Der ist kein schöner Tod, so auf jeden Fall. Geh mal ein Stückchen dunkel hier. Was nimmst du für eine Blende? Eine möglichst kleine. Ich möchte das viel scharf abgedunkelt. Okay, ich setze eher auf Quantität. Ja, das merkt man ja. Was? Qualität ist mir da schon wichtiger. Was willst du damit sagen? Willst du sagen, dass meine Bilder qualitativ minderwertig sind?
Ich schau dir deine Bilder doch mal an im Gegensatz zu meinen. Du kannst auch den Polizisten da vorne die machen lassen, dann hätten die Arbeitsplätze gespart. Ich müsste mir nicht dieses dilettantische Gequatsche anhören. Genau das sagst du nur, weil sie dich im Gegensatz zu mir an der Kunsthochschule nicht genommen haben. Das ist alles. Und das ist scheiße. Das ist erbärmlich. Das ist Kindergarten. Wie viel Scheiße hast du im ersten Semester da runtergeflogen? Wie ist die Serie? Witzige Darstellung es geht, einer Vorstadt. Man muss die deutsche Vorstadt in ihrem Wesen entlarven. Darum geht es. Mhm. Und das waren gute Bilder. Und die scheiß Uni ist nicht bereit für die Tiefgründigkeit meiner Bilder. Und das ist alles. Und anscheinend hätten sie dich nehmen sollen, weil du genauso... Das ist... Du bist genauso dumm wie die Profs da. Mhm. Ja. Wahrscheinlich wäre ich dann aber noch auf der Kunstschule. Ja, wahrscheinlich. Genau. Machst du das Licht mal an, ne? Das ist jetzt ein Schatten auf dem Gesicht. Ja, klar mache ich das Licht dann, ja. Guck mal, so ist das schön so, ja? Besser? Ah ja, wunderbar. Ja. Und wie ist es denn so? Du bist doch nur neidisch, schmeckt man da. Brauchst du neidisch? Warum gibst du dir überhaupt, du schaffst es doch nicht mal deine scheiß Bilder an die Lokalpresse zu verkaufen. Warum gibst du dir überhaupt solche Mühe? Was soll denn das überhaupt? Ich nehme meinen Job ernst im Gegensatz zu dir. Und ich versuche schöne Bilder zu machen. Ach, und deswegen benutzt du... Deswegen machst du Fotos. Warum haben wir denn das Licht hier? Deswegen machst du Bilder mit 6000 ISO oder was? Das ist das Erste, was man an der Uni lernt. Warum haben wir denn die scheiß Scheine hier? Was hast du da unten gelernt? Blind. Hallo! Fass nicht meine Kamera an! Was? Ich... Ah! So gemein! Ja, wir müssen damals noch nach Hause gekommen, letztens. Ich weiß nicht, war. Krass! Hallo? Was soll das denn? Die sind sich wieder gestritten, haben sie mir erzählt. Die streiten sich immer. Mit was für Leuten arbeiten wir denn? Verkappte Künstler. Sind von der Akademie runtergeschmissen worden oder so. Hab ich in ihrer Akte gelesen. Ja, wenn sie wollen, können sie sich die Leiche noch anschauen. Die ist jetzt dann ja. Können sie sich. Er hat ja bereits die Zahlen dahingestellt. Ja, komm, geh mal ran. Halt. Mach halt mal rein. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns gleich einfach nochmal. Haben Sie was herausgefunden bei der Leiche, oder? Die Fotografen haben etwas dagelassen. Ach, ja? Ein Film? Porno, oder was? Wenn wir den Streifen ziehen wir uns jetzt mal rein. Die ersten Beweise. Die Kneipenbesitzerin, die haben Sie abgearbeitet. Als nächstes haben wir ja den Milliardär, wo Sie ja jetzt auch noch hin sollten als nächstes. Zeit muss wohl sein, oder? Ja, tu jetzt. Kleiner. Großen Scheiße. Echt jetzt mal. Jetzt komm doch mal, Mann. Wir müssen ermitteln. Ja, ja. Du
Hassel. Du, aber ich hab einen Platten. Ja und? Hier hat mir jemand die Luft aus dem Reifen gelassen. Wie jetzt? Die Luft ist nicht mehr da. Keine Luft. Wie soll ich das machen? Hör mal, da bleibt mir die Luft weg. Ha! Ja, hör mal. Witzig. Zum Scherz ist mir jetzt nicht zumute, weißt du? Junge, soll ich dich mal zitieren? Hast du Ermittlungen eine Luftpumpe dabei? Ermittlungen laufen, weißt du? Hast du eine Luftpumpe? Mal rein. Wie? Rein. Hau. Hör mal. Jetzt hilf mir doch. Ich hab das Platten, ist hier nicht mehr die Akademie hier. Das ist die wahre Front, Mann. Das sag ich dir. Jetzt muss man gucken, wie du alleine herkommst. Kommst du jetzt mal? Wieso? Wie denn? Du fährst doch jetzt weg. Ich kann doch nicht fahren. Baby, Mann. Was? Was sagst du? Ja, wie soll ich denn jetzt hier wegkommen? Ist mir egal. Echt jetzt mal. Kleiner Schisser. Ja, das war mein Kollege. Dieses Schwein. Ich will nur den Fall lösen. Bei dem, was der gemacht hat, sollte der eigentlich schon längst vom Dienst suspendiert sein. Immer mit der Ruhe, junger Mann. Ich glaube, ich habe da was für Sie. Kennen Sie schon dieses Fahrrad? Nee, kenne ich nicht. Warum? Das kann fahren, ohne zu treten. Und das bei Spitzengeschwindigkeiten von 9 Kilometer die Stunde. Okay, das ist polizeilich beschlagnahmt. Das geht da überhaupt nicht hier. Wollen Sie mich verarschen? Wollen Sie mir übers Ohr hauen, Mann? Schlitzohr. Haben Sie keine Flicken? Nee, dafür müssen Sie schon zu Bauchladen Billy gehen. Der läuft hier irgendwo durch Hassel. Okay. Ja. Ich hab's zu tun. Sie sind der Milliardär, ist das richtig? So nennt man mich. Ich muss mit Ihnen reden. Es geht um ein wichtiges Anliegen. Es wurde wieder gemordet in der Stadt. Was habe ich damit zu tun? Sagen wir mir so. Gehen wir erstmal rein. Alles klar. Ah, ein bisschen voll. Ich hab's auch. Es geht darum. Sie stehen auf meiner Liste. Schauen Sie mal. Und es kann wohl sein, dass Sie der Mörder sind. Mhm. Und ich bin jetzt hier. Ja, ich schütt nochmal nach. Erzählen Sie mir doch einfach, was haben Sie so gestern gemacht? Gestern? Gestern. Ich war in der Börse. Ich bin da jeden Tag um 9 Uhr. Mhm. Können Sie alle anderen fragen? Ich kenne mich da. Ich schütte mal noch einen ein, wenn es lockerer wird. Ich wüsste auch eigentlich im. Ich wüsste gar nicht, was ich gestern gemacht hätte. Ja. Gestern war so ein Dienstag-Mittwoch. Und ich hab sie ja eigentlich auch gesehen. Ich meine, da stehen ja jetzt auch noch ein paar andere auf der Liste, ne? Ja. 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 Genau. Ist immer blöd, wenn so jemand stirbt. Finden Sie doch auch blöd. Ja, meine Familie ist auch gestorben. Vor langer Zeit. Ich will nicht darüber reden. Ach, ich weiß nicht. Sowas Altes müssen wir gar nicht auskramen. Apropos, Altes rauskramen.
Der gute Edel Weinbrand. Was sagst du dazu? Schmeckt wie Tee. Schmeckt wie der gute Tee. Warum sollten Sie überhaupt jemanden umbringen? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Sie haben Geld. Ich habe Geld. Sie haben ein Haus. Das beste Haus in der Stadt. Ich möchte noch nicht gehen. Ja, komm, trink mal noch einen. Ist ja gar kein Problem. Und, schmeckt's? Sie werden wissen, was ich jetzt sagen werde. Ich habe so lange nicht mehr gefickt. Das ist bitter, ey. Ist das so ein großes Problem? Ich möchte das gar nicht ausweiten. Was dagegen hilft, habe ich hier. Hier rein. Am liebsten mag ich das, also das ist mein Lieblingsteil. Sie helfen da sehr mit. Sie sagen mir einfach ganz genau, was Sie gestern gemacht haben und ich schaue mir das an. Zum Beispiel, sind Sie gestern aufgewacht? Ja, ich bin um 8 Uhr aufgewacht. Nehmen Sie genügend Wasser zu sich? Immer. 2 Liter pro Tag und Ihr Leben ist wie neu. Ist aber immer schwierig, auf diese 2 Liter zu kommen, finde ich. Könnte es sein, dass Sie, nachdem Sie diese 2 Liter nicht erreicht haben, einen solchen Hass gebündelt hätten, einen Menschen umzubringen? Ich bin nie aggressiv. Rein hypothetisch. Ich bin nie aggressiv. Was ist mit Ihnen? Haben Sie schon mal jemanden verprügelt oder so? Mhm. Nicht? Mhm. Mir wird das oft erzählt, dass ich das gemacht hätte, aber das kann nicht sein. Das stimmt einfach nicht. So das, was die für verprügeln halten, das ist ein gepflegtes Gespräch, so wie wir das gerade führen. Ja. Sie wissen das. Ja, wie ich Sie jetzt einschätze, sind Sie auch eine ganz vernünftige Person. Ja. Gott. Ich hab da was für Sie. Ein Tipp? Deswegen bin ich hier. Etwas ganz Besonderes. Ich würde Ihnen weiterhelfen. Lesen Sie ruhig, was da drauf steht. Sehr teures Gift, ohne Konservierungsstoffe. Für 5 gehört es Ihnen. 5 nur. Ich gebe Ihnen gar nichts dafür und ich nehme es mit. Das kann ich nicht machen. Ich mache nur Verluste. Schauen Sie mal. Ich streiche Sie von der Liste und ich nehme das mit. Ich will Ihnen mal was zeigen. Das ist alles, was ich habe, hier im Haus. Und es muss auf jeden Fall noch voller werden. Deswegen bitte ich Sie, geben Sie mir 5 Stück dafür. Ich verstehe das. Ich habe davon auch welche. Nicht so viele. Nicht so viele. 2, 3. Hilft das weiter? Sagen wir 4. 4 für das sehr gute Geld. Ich weiß ganz genau, was du willst, aber das kostet 4. 1, 2. Alles klar. Manchmal musst du einfach tun, was du tun musst. Hast du verstanden?
Weißt du, manchmal musst du verstehen, dass der Bösewicht notwendig ist. Sag das. Du musst sagen, dass das wichtig ist, dass da jemand Böses überhaupt ist. Sonst lohnt es sich gar nicht erst aufzustehen, wenn da nichts Böses ist. Da bleibt nur noch einer auf der Liste übrig. Wer denn? Albert Schnauzer. Der Polizist? Hat der nicht mal jemanden umgebracht? Weißt du was? Ich vertraue dir. Dir würde ich echt sagen, nimm mein Fahrrad. Nimm meine Jacke. Nimm mein Alkohol. Du würdest dich gut darum kümmern. Es ist wichtig, sowas zu haben. Weißt du, wie lange wir uns schon kennen? Ewigkeiten, oder? Ewigkeiten. Ich weiß echt gar nicht. Wann war das letzte Mal, als wir uns gesehen haben? Auch schon ein Weilchen her, oder? Weißt du noch? Als der Pascal beim Ringe hochhalten sich so angestrengt hat, sich in die Hast du ernsthaft diesen Namen gesagt? Du hast diesen Namen gesagt, geh raus! Das hat mir abgemacht, du sagst nie wieder diesen Namen. Hier geht's zum Bauchladen, Billy. Ja. Das ist doch scheiße. Alter. Ah, du bist cool. Dankeschön. Bitte. Und der hat Schnaps? Aber richtig hat der. Aber schnapp, soweit du blicken kannst. Sehr gut. Und günstiges Zeug hat er, richtig billig. Ja, Hammer. Da willst nichts mehr. Was ist da eigentlich im Bauchladen? So. Das ist so ein Tablett halt. Vom Bauch. Willkommen bei Bauchladen, den ich Bauchladen. Hallo. Darf ich Sie mal noch mitbitten? Ja. Wir haben Besuch. Ja. Wir suchen auch Leute. Wo?
Was kann ich Ihnen anbieten? Ich hätte Schokolade. Kostet heute nur, super Sonderangebot, nur 2. Ich hätte auch einen Holzklotz. Holzklotz, Sie, kann man immer gut gebrauchen, wissen Sie. Ja. Holzklotz sind so toll. Heute nur für Sie einen. Nur für Sie heute. Ja, nee. Aber Moment, Moment. Ich hätte auch einen Film, ein ganz toller Film. Über, wie soll ich mir den über, Film machen? Ja, das können Sie ja später machen. Oder wir hätten auch. Ich hätte auch Pflaster, falls Sie sich verletzen bei Ihrer Fahrt auf Ihrem Streifenfahrrad. Mein Streifenfahrrad ist überhaupt, das geht gar nicht. Das ja, Ihr Streifenfahrrad, da gucken wir gleich mal nach. Ich hätte hier noch eine Lampe, gucken Sie mal, die kann richtig leuchten. Rot, was soll ich Rot? Mit einer? Nein, ich kann vielleicht nicht. Vielleicht können die sich an Ihr Streifenfahrrad sogar machen. Sie haben ja gar kein Blaulicht, sehe ich, das können Sie ja ein Rotlicht benutzen. Oder ich hätte für Sie hier eine leckere Haselnussschnitte, die kostet nur einen halben. Ich habe gerade gegessen, das ist, ja, das ist total unnötig. Dann ist alles hier eine kleine Flasche für ein Getränk. Ich habe kein Getränk auffüllen. Dabei. Das können Sie ja später sich noch besorgen. Ich habe jetzt leider auch keine Getränke hier. Kann ich mir das hier, auch später kaufen? Ja, das, ich hätte auch Geld. Gucken Sie mal, Geld aus dem Ausland, das können Sie auch kaufen. Ich habe Geld hier. Ja, wissen aber das, Sie auch, ich weiß auch, was ich damit kaufen soll. Ja, aber ja, ich weiß das aber auch. Weil, guck mal, Sie haben hier einen Ring. Einen richtig schönen Ring. Der ist aber schön. Aber wissen Sie, nein, das interessiert mich gar nicht. Ich habe es schon gesehen. Sie haben ich hätte aber noch hier eine Spritze für Sie. Die können Sie vielleicht gebrauchen. Jetzt seien Sie mal ruhig. Passen Sie auf. Es ist ein Mord in Hasselt passiert. Und ein Mord? Ich muss ermitteln. Und meine Hilfe hat gerade, beziehungsweise mein Kollege hat gerade mein Fahrrad zerstochen oder die Luft aus meinem Reifen gelassen. Dann auch auf jeden Fall Flickzeug. Dann können Sie vielleicht mit dieser Spritze die Luft wieder in den Reifen pumpen. Das bringt doch, wie soll ich das machen? Der ist doch das platt. Das geht doch bestimmt. Der ist platt, das geht doch dann wieder raus. Aber Moment, warten Sie mal, ich habe bestimmt auch Flickzeug. Ja, hier, ja, ich habe es schon gesehen, wissen Sie, und ja, das hätte ich gerne. Das kostet 5. 5. Wissen Sie, ich sehe, Sie haben nur 10, oder? Ich habe 5, ich habe 5. Okay. Ich bin so ein bisschen nervös. Okay. Mein Kollege hat mich total hintergangen und dieser Mord, das ist so knifflig. Hier, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wunderbar. Hier viel Spaß mit Vielen dem Zeug. Sagen Sie, haben Sie was über diesen Mord erfahren? Also, Sie kommen doch hier viel rum, Sie kennen doch den halben Stadtteil. Ist Ihnen da nicht irgendwas Verdächtiges aufgefallen oder sowas? Ich kenne den ganzen Stadtteil, aber lassen Sie mich überlegen. Gestern, da war ein Kunde, der kam mir sehr verdächtig vor. Der hat alle meine Bananen gekauft. Natürlich. Das perfekte Verbrechen. Das ist alles so klar. Oh! 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 Ja, mal eine Banane! Hallo. Boah, jetzt gar nicht lang. Da geht's jetzt noch nicht lang. Das war eine geile Zeit, echt. Das war der Hammer mit dir auf dem College. Setzen wir uns. Ja. Bei dir mit, Jung. Vom Bauchladen, Billy. Jo, hör mal, nimm dir das raus. Ich hab Durst, für dich. Mann. Einmal für mich. Prost, Genosse.
Mal komm, Freude auf, du. Scheiße. Ich muss mit dir reden. Um geht's, hast du wir alle kennengelernt? Du bist in eine Horde Kindergartenkinder gefahren. Ja und? Das war ein Unfall. Das waren Kinder, Mann. Ja, mein Gott, ist doch egal. Zusammen waren die auch alle über 20. Wenn das Alter zusammen recht ist. Ja, du kannst doch nicht einfach irgendwelche Dinge umfahren. Du kannst doch nicht... Ich verstehe das. Was soll ich denn machen? Ich war auf dem Weg nach Hause. Von der Schicht kam ich. War unterwegs noch mit den Jungs in der Kneipe hier. Ja. Ja, ja klar. Und danach mit dem Fahrrad halt über die Straße. Was kann ich dafür, wenn die gerade die Straße überqueren? Ja, aber keine Ahnung, war ja immer gut mit dir als Gehilfe. Ja klar, war voll geil, Mann. Hat ja immer Spaß gemacht, aber... Voll die Hammerzeit, echt. Du brauchst einfach zu viel Scheiße. Kannst du nicht als Scheiße betiteln, das war ein Unfall. Scheiße ist, wenn das extra passiert ist. Sind die Kinder dir irgendwie davor gelaufen oder was? Ja. Ich fahre einfach lang mit dem Fahrrad. Wie halt auch, ne? Ich kam vom Dienst, muss nach Hause. War unterwegs auf der Kneipe. Und was kann ich dafür, wenn ich scheiß Blagen wieder reinfahren, reinrenne ins Fahrrad? Was hast du mit dem Mord zu tun? Was für ein Mord? Ich bin Ermittler. Das habe ich damit zu tun. Jetzt hat mir mein Gehilfe eine Liste gegeben. Was ist das für eine Liste? Geburtstagseinladung? Nee. Weiß ich schon. Steh ich auch drauf? Da stehst du drauf. Boah, ey, dieses Arschloch, ne? Er ist voll eifersüchtig. Ey, diese ganzen Wichser da von der Akademie, die alle frisch kommen, ne? Dein neuer Gehilfe, der ist so... Ey, nichts drauf, echt nicht. Aber es wurde jemand umgebracht, Mann. Ja, und nur weil ich da in die scheiß Kindergartengruppe gerast bin, heißt das noch lange nicht, dass ich jetzt auch direkt einen Mord am Hals habe, oder? Ja, aber der meint das doch nicht umsonst. Was hat... Du hast da nichts mit zu tun, oder was? Ich weiß nicht. Ja, was denn jetzt? Ist doch. Mach mal jetzt. Ich hab das auch nicht geglaubt. War doch alles. Eigentlich war ja immer. Ich meine, wir kennen uns schon so lange, oder? Wir haben, weißt du, was wir alles durchgemacht haben? Kannst du dich noch daran erinnern? Ey, wir hatten so eine geile Zeit, mein Freund. Ey. Weißt du noch damals auf der Demo, als wir den scheiß Demonstranten da in die Fresse geschossen haben? Das war so geil. Ey, und das Geile ist, die konnten sagen, es war ein Querschläger, echt. Nur mal so ein Ausweis, ne? Das ist so praktisch, Polizeiausweis. Weißt du was? Warte. Du bist mein Gehilfe. Ey, dass du mir das sagst, ne? Das bedeutet mir so viel. Guck mal, du bist echt der Beste, ne? Wir kriegen das hin. Ey, du bist nicht nur ein Kollege, du bist auch ein Freund. Du bist der beste Freund, den ich hier hab, echt, hatte. Darauf einen richtig guten Schluck. Auf dein Wort, du. Prost, Gehilfe. Prost, Freund. Herr Detective, wir haben Neuigkeiten. Ja. Durch unsere, oder besser, durch meine genialen Fotos konnten wir herausfinden, wer ganz sicher nicht der Täter ist. Wir können von Glück davon reden, dass ich die Augen im Detail aufgenommen habe. Ich finde, das kann man so nicht sagen. Also durch meine genial gewählte Blende konnte man überhaupt erst die Augen so gut erkennen, wie man sie erkennen konnte. Man kann gar nichts, überhaupt nichts erkennen auf den Fotos, die du da entwickelst. Das stimmt überhaupt nicht. Das war ganz sicher mein Foto, auf dem wir das erkennen konnten. Das bin ich mir... Was denn? Es ist nicht Ihr früherer Gehilfe Albert Schnauzer gewesen, der den Mord begangen hat. Ganz sicher? 100%ig. Zweifelsohne. Warum willst du wieder alle... Nein, du willst immer alle Lorbeeren einheimen. Ja, nur weil du bist schon auf der... Es lag an meinen Bildern. Ich habe Filmstudium gemacht. Ja, ich verstehe das nicht. Ich habe die Bilder gemacht, an denen man das erkannt hat. Und du versuchst ihn rum. Das ist scheiße. Das stimmt überhaupt nicht. Ich würde mir das gerne nochmal ansehen. Da kann ich nichts machen, die Leiche muss weg, Befehl von oben.
extra Blatt, extra Blatt. Der Äpfel ist voll. Hier, nehmen Sie. Extra Blatt, extra Blatt. Der Äpfel ist voll. Thank you.